Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Heute auch mit dieser Cappy hier, wo die Neuauslosung drin ist. Und Greaser natürlich. Hallo. Er ist jetzt die dritte und letzte Folge vorübergehend bei uns. Also es wird ganz bestimmt noch mehr kommen, weil wie wir sehen, hat er ja für sein Bauprojekt noch einiges zu tun. Ja, ganz schön viel. Sehr viel. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen übernommen zu Anfang. Boah, komm, aber dafür wird die Welt irgendwann mal extrem genial. Also ich bin wirklich gespannt, das hatte ich auch schon bei Hannes erwähnt. Wie sieht die Welt jetzt beispielsweise in 200 Folgen aus? Och. Mit den ganzen Community-Bauprojekten und sowas. Ja, ich muss mal kurz da vorne was machen. Mach mal. Warte, wo mache ich das denn? Du nimmst ja noch auf, ne? Ah. Wenn jetzt alles läuft, dann ja. Okay, gut. Also ich will noch nichts versprechen, dass er oben in der Ecke war. Die ganze Zeit. Ich setze so lange weiter Pflastersteine, bis du da hinten fertig bist. Die Mauer müssen wir ja auch noch weiterziehen, ne? Ja. Okay. Boah, das ist noch voll viel. Ich sollte mir Bucket installieren. Extrem viel. Ich sollte mir Bucket installieren, dann könnte ich hier mit markieren und sowas alles einfügen. Ich kann nicht mal mehr schreiben. Was willst du denn schreiben? Bist du sehen. Okay. Komm schon. Noch schneller kann ich nicht klicken. Oh. Und ich schreibe hier ganz ruhig. Und ich hau hier alles voll mit Pflastersteine. Hier hinten ist ja wieder ein See, ne? Sehe ich gerade? Ja. Oder ein Fluss. Das ist der Fluss, der... Alter! Das ist der Fluss, wo wir vorne unsere Zugbrücke haben. Der geht einmal um deine um den Hof rum. Ist ja geil. Dann bauen wir hier hinten noch eine Brücke und dahinter kommt dann... Geil. Die Burg das ist oder so? Geil. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen ran. Ich weiß nicht, wie das sein könnte, weil das wird ja verdammt viel, das hier auch so im Let's Play alles mit einzubinden. Ja. Wenn jeder noch 4-5 Mal hier rein muss, sag ich jetzt mal. Vielleicht kann ich ja... Ich frage einfach mal die Community, was die davon halten würde, wenn ich... jetzt zum Beispiel Greaser und Cody auf der Whitelist lasse und Hannes natürlich und die freizeitlich hier auch noch ein bisschen bauen können, ohne Aufnahme oder vielleicht auf ihren Kanal das aufnehmen. Ja, ich würde das auf jeden Fall machen, wenn ich dürfte. Also so, dass sie das auf ihren Kanälen dann weiterhin hochladen und ich dann zwischendurch mal hier sozusagen dazukomme und mir das angucke, was hier bisher gemacht wurde. Ja, ich habe hier auf jeden Fall viel vor. Also die Frage ist, ob ich das dann alleine alles schaffen würde. Naja, dann hast du ja mehr Zeit, ne? Jetzt sind wir ja auf drei Folgen gerade begrenzt. Ja, genau. Ich frage aber, wie gesagt, erstmal die Community, wie das ist, was sie davon hält, wenn die Gäste, die vor kurzem hier waren, auch offscreen hier weiterspielen dürfen. Für mich würde es freuen, wenn ihr für mich stimmt hier. Hier weiterbauen kann, weil das ist einfach, hab das hier jetzt mal kurz im Überblick, das ist einfach unglaublich riesig und wenn da noch ein Park hinzu soll, dann noch eine zweite Zugbrücke, die ganze Mauer drumherum und auch noch natürlich das Schloss oder die Burg an sich dann noch selbst, jedenfalls das Gebäude. So, die kommt ja vielleicht noch ein kleines Dorf oder sowas damit rein. Genau, dann wird das unglaublich viel und ich würde das dann auch aufnehmen und vielleicht würde ich das dann auch hochladen. Mal gucken. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das hier an der Seite mit der Mauer machen. Ob wir die jetzt einfach hier gerade direkt an dem hier ranziehen, weil so könnte man ja jetzt sozusagen von oben über die Mauer springen. Ja, ich würde noch fast sagen, dass man das noch ein bisschen abklimmen lässt hier, ne? Ja, genau. Das heißt, immer, ein bisschen. Ich immer nicht. Mal ganz schnell weg. Und ich würde sagen, ich baue das hier ab auf der, oder wir bauen das ab und dann wagen wir uns
jeder an eine Seite. Wegen der Mauer weiter, ne? Ja, genau. Dass wir dann erstmal die Mauer haben, dass wir... Du erstmal... Genau, ich kann ja schon mal... Und was dann noch vielleicht genau. Irgendwann der Park kommt und das Gebäude. Ich habe da auf jeden Fall Ideen, was ich hier noch bauen möchte. Und würde mich freuen, wenn ich hier nochmal herkommen dürfte in diese Welt. Also herkommen dürfen auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn das jetzt nicht so ist, dass die Community das von mir jetzt auf jeden Fall alles mitbekommen will, was wir hier bauen, dann kommst du halt irgendwann nochmal als Gast mehr dazu, ne? Aber was du sowieso irgendwann nochmal kommen wirst. Kannst ja auch machen, dass ich dir die Videos sozusagen schicke und du die auf deinem Kanal veröffentlichst. Damit die, wenn du, also ich glaube nicht, weiß nicht, vielleicht könnte man eventuell auch machen. Sehen wollen, dann dir das schicke, dass du das dann auch irgendwie hast, das dann trotzdem sehen können oder dann einfach halt bei mir vorbeischauen. Genau. Also wie gesagt, da sind jede Menge Möglichkeiten unter. Ihr könnt mir ja mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr das überhaupt so haben wollt, dass hier offscreen auch ein bisschen gewerkelt wird. Denn, wie gesagt, die Welt ist verdammt groß und es sind verdammt viele Bauprojekte hier. Und es werden noch weitere dazukommen. Und es werden ja noch weitere dazukommen. Wie gesagt, am Ende der Folge wird der nächste Gast ausgelost und da wird ja dann wieder eine neue Baustelle angefasst. Und das heißt, wenn ich nachher 20 Leute hier hatte, stehen die anderen Baustellen von den ersten Leuten ja immer noch da. Ja, kann man ja mal sehen, wie man das macht. Ich glaube, das wird hier mehr zum Kreativprojekt als zum eigentlichen Let's Play-Community-Projekt, was ich vorhatte. Ja, ich finde das so ganz gut, wenn man hier ja. Wenn du mit deiner Community jetzt spielt. Toll, ich hab das natürlich auch vor, wenn ihr mal mit mir spielen wollt, könnt ihr mich einfach auf YouTube anschreiben, wenn ich euch mag, von der Stimme her, und ihr vielleicht gute Tonqualität und so habt, dann würde ich auch gerne mit euch mal spielen, egal welches Spiel, vielleicht, also am liebsten eigentlich Minecraft, da mal vielleicht halt irgendwie eine Runde dann aufnehmen und vielleicht veröffentlichen, ihr es nicht wollt, vielleicht auch halt nicht. Einfach mal so eine Runde spielen, so wie der Hannes mich kennengelernt hat. Ja. Über Syndicate Games. Ja, wenn der, übrigens, wenn der liebe Hannes das hört, vielleicht könnte er mir ja mal zurückschreiben, weil ich habe ihn halt jetzt mehrmals angefragt, weil ich habe ihn halt durch Cody entdeckt und fand ihn eigentlich ganz gut, wollte auch mal mit ihm zocken, aber da kam von seiner Seite leider nichts zurück. Ah, okay. Ja gut, er schreibt relativ selten zurück. Also er ist online, aber er schreibt nicht zurück. Das hatte ich auch genau. Das Problem am Anfang. Habe ich auch bemerkt. Deswegen... Schäm dich, Hannes. Ja, ich fand es halt ein bisschen traurig, als ich gesehen habe, er war online und ich wollte halt gerne mal mit ihm zocken. Habe ihm gesagt, fand ihn ganz gut so. Hab dich bei Stormy gesehen und da kam halt... Das Erste, was kam, war halt... Hey, wer ist Greaser? Obwohl ich ihn gefragt hatte, von wegen, hier einer aus meiner Community, Greaser, bla bla bla, ne, und dann sagte er noch, ja, klar. Oder ja, hatte ich Greaser, hatte ich deinen Namen überhaupt erwähnt? Kam dann halt gar nichts mehr und das finde ich jetzt halt sehr schade. Also, wenn du das hier siehst, Hannes, melde dich mal bei mir, bitte. Das ist der, wo ich auch angesagt hatte, der mich gefragt hat wegen deinem Skype. So, ja. Es sieht schon nach was aus hier, du. Ja, die Frage ist jetzt, soll ich von hier jetzt geradeaus gehen? Würde ich sagen, oder? Ja, würde ich sagen. Und zwar habe ich jetzt nochmal ganz schnell vor, was ich in dieser Folge dann noch machen will. Das Tor, was wir drüben haben, hier nochmal hinzustellen, weil hier ist die nächste Zugbrücke. Ach, du hast schon eine. Geil. Ja, dann mach das mal. Ich werde da auf der Seite die Mauer weiterbauen erstmal. So, ich glaube, das war so, oder? Entwerfen, damit ich sehen kann, wo ich dann andocken muss mit der Mauer. Ja, genau. Ich mach mal den Grundumriss schon mal von dem Tor hier. Wäre sehr nett. So, das wäre dann hier und dort. Also das sind jetzt die Endpunkte der Walde. Ich baue jetzt hier erstmal. So. Ich fülle erstmal ein bisschen den Wall auf. Und übrigens, die erste Folge von diesem hier bei Stormy kann man bei mir leider nicht sehen, weil ja, stimmt. Fraps hat ein bisschen rumgespackt
und hat deswegen nicht aufgenommen, aber die zweite und dritte Folge könnt ihr sehen. Und die erste könnt ihr natürlich bei Stormy gucken. Als sehen. Alles. Ich kann nur immer wieder sagen, guckt bitte bei ihm vorbei. Er ist ein super Let's Player und würde mich freuen, wenn da mal was kommt. Dass ihr vielleicht mal schreibt, ja, wir haben bei Stormy vorbeigeguckt und so. Finde den auch ganz gut. So. Das freut mich, dass es Leute gibt, die mich noch hochholen wollen. Moment. Kommst du mal kurz mit? Ich will dir da mal vorne was zeigen. Warte. Ich hab hier schon Schilder gemacht. Ja, bevor ich es vergesse. Muss doch schnell was verbessern. 1, 2, 1, 2, so. Hier sind meine beschrifteten Schilder. Okay. Die Leute haben die natürlich schon gesehen, die bei mir gucken, aber du noch nicht. Deswegen. Ja, wahrscheinlich haben sie es bei mir ja auch schon gesehen, wenn deine Aufnahme bei mir mitläuft. Stimmt. Aber ich weiß ja momentan gerade nichts davon. Das ja, ist auch recht witzig irgendwie. Ja, kann ich komme rüber. Komm. Ich habe hier mal erstmal ein Schild angebracht. Also zwei, lies mal erstmal das linke, bitte. Greasers Schloss. Ja, und jetzt das rechte. Stormy LP, bester Let's Player ever. Yay! Lass die hier mal beide dran hängen, dann. Genau. Weiß man, dass das erstens mein Schloss ist und dass du der beste Let's Player ever bist. Nach mir natürlich, also nein. Ja, das ist ja selbstverständlich. Man selbst ist immer der Beste, also. Ich will gar nicht der Beste sein, ich will bloß einfach eine gute Community haben, die ehrlich fest zu mir hält und auch mal ein bisschen natürlich, wie gesagt, mit den Zocken und mit denen auch mal schreiben und sowas. Wenn Community-bezogen sein ist echt das Beste eigentlich. Es bringt so viel Spaß, man lernt so viele neue Leute kennen. Ja, ich hatte das auch, als ich damals halt, ich habe durch mein Facebook-Profil halt eigentlich alle kennengelernt und habe da halt auch zum Beispiel die Leute auf meinem Kanal, wissen jetzt, wovon ich rede, den lieben Kara Wind und den ZL Dice kennengelernt, mit denen halt auch eine Runde gezockt. Und ja, sind halt super Leute einfach und einfach das Beste mit der Community zu zocken und ja, ich würde mich freuen, wenn irgendjemand von euch mal mit mir zocken würde. Es bringt einen selbst auch extrem viel Spaß, finde ich. Ja, das ist, ich merke das auch bei dir jetzt, ey. Ich habe zu Anfang, wir haben uns vielleicht vor einem Monat jetzt erst kennengelernt durch Schreiben und so und jetzt zocke ich hier schon mit dir, das hätte ich nie gedacht. Und kannst du mal kurz herkommen? Aber es war ja viel mehr dieses Zufallsprinzip, was dich jetzt hier reingeholt hat, als ich selbst. Kannst du mal hier kurz herkommen? Moment. Weiß ich gerade nicht, ob ich in Farben bin. Aber ich glaube, nee, das ist die gleiche Farbe, das ist Eichenholzstufe, ja. Ist doch dasselbe, ja. Ja, Entschuldigung, ich bin so ein bisschen mit den Farben so. Kann sein, dass vielleicht ein anderes Biom ist und die Farbe sich verändert. Das kann natürlich auch sein. Bei mir, so, ich habe ja schon Skyrim bei mir angekündigt, dass es als Let's Test kommt. Gab ja jetzt auch gerade auf meinem Kanal die Let's Info-Folge rausgekommen, meine erste von mir. Ich habe mich da mal rangewandt, mal ein bisschen was zu machen, meiner Community mal zu zeigen, was ich noch so vorhab und alles. Das könnt ihr euch auch gerne bei mir mal angucken. Und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr die ja mal unten in die Kommentare schreiben. Genau, wenn ihr allgemein noch Fragen an den Greaser habt, könnt ihr die gerne auch bei mir unten in die Kommentare schreiben. Werde ich auf jeden Fall auch lesen bei dir. Ach, verdammt, ich habe wieder so eine amerikanische Tastatur. Warum stellt sie sich immer um nach längerer Zeit Minecraft spielen? Soll ich jetzt hier gerade andocken oder wollen wir ich würde das sagen, so wie drüben am besten, ne? Das sieht besser aus. Okay, dann muss ich da mal kurz abziehen, wie viele schräg sind. 1, 2. So, die Mauer steht. Also du weißt schon, was ich meine. Das Tor. Würzen. Das gehört dazu. Du brauchst jetzt eigentlich nur hier, guck mal. Warte, pass auf.
Das ist die Innenseite. Stimmt. Oh, ich bin so klug. So, das wäre dann hier. Das ist sogar fast viereckig, würde ich jetzt so sagen. Das ist hammergeil, so ein diagonales Viereck. Ja, warte, ich guck mir das gleich mal an, wenn ich hier auf der Seite... Das ist hammergenial. Sieht cool aus. Geil. So, eins... So hab ich mir das vorgestellt, bloß ich dachte nicht, dass es so lange dauert, aber... Okay. Wir brauchen ja Arbeit. Ja. Ach guck mal, hier bin ich ja auch schon zu weit mit der Wand. Mit der... Jetzt ist die Frage, muss ich... Wenn ich vom Tor dort aus baue, ja, dann muss ich von hier jetzt bauen. So, der kommt noch weg. Brenne! Ich habe ein Skelett angezündet. Höllenskelett. So, auf der Seite bin ich fertig, dann kann ich den Teil der Mauer ja wieder... Weil ich die so schön gebaut habe, jetzt muss ich die wieder abreißen. Ich muss hier hinten auch wieder was abreißen, also heul nicht rum da. Ja, ich bin jetzt ruhig. 1, 2, 3, 4, so. Hier hinten steht die Mauer jetzt richtig. So, bei mir weiß ich gerade gar nicht. Also ich mach jetzt erstmal das Holz. Ganz. Und würde auch gerne mal bei dir irgendwie Minigames mit dir mal zusammenspielen. Würde mich freuen. Wenn wir das mal irgendwie machen könnten. Das können wir bestimmt mal machen. Also wie gesagt, dieses Projekt hier gilt ja auch für mich persönlich, um neue Leute kennenzulernen. Mir die ersten Eindrücke auch zu holen, weil so gesehen komme ich ja nicht drum rum, jetzt mit dir aufzunehmen durch die Auslosung. Also rein theoretisch bin ich ja gezwungen, sozusagen mit dir aufzunehmen. Das ist so schlimm. Nein, aber jetzt so rein vom Prinzip her. Ja, verstehe ich schon. Und dadurch lernt man sich ja auch sehr gut kennen. Und ich bin eher so ein Mensch, ich habe ziemlich oft, dass ich keine Lust habe zu spielen. Aber dadurch habe ich auch angefangen mit Let's Playen, damit ich mich selber wieder zwinge zum Let's Play, zum Zocken. Okay. Weil ich früher wirklich viel PlayStation 1 gespielt habe und alles drum und dran. Und mir fehlte das so ein bisschen. Daher kam es dann auch mit dem Let's Play bei mir, pipapo. Und das ist es auch so, dieses Projekt so ein bisschen, um auch neue Leute kennenzulernen, mit denen ich aufnehmen kann, mit denen ich öfters mal auch aufnehmen kann. Ja, klar. Also mich würde es freuen und ich fühle mich... Also abgeneigt bin ich jetzt nicht. Sag ich's mal so. Aber... so, gut. Das schaffen wir diese Folge noch. Den Grundumriss vom Hof... Okay. Gut. Was machen wir mit den Cobblestones, die jetzt außerhalb der Mauer sind? Wieder einfach wegreißen, dass da Wasser reinkommt? Ja, kann man machen. Oder halt alles grün machen und Bäume und sowas drumherum pflanzen. Das könnte man natürlich auch. Ah gut, hier hinten ist jetzt nicht so viel, also da wird es sich schon lohnen, das abzubauen. Ja, dann mach das hier auch. Dann fülle ich das da mit Wasser noch nach. Das Geile hier ist, das füllt sich gerade selbst alles nach. Ja, das hier ist bloß ein bisschen groß. Ja, okay, das hier auch. Hier hinten das Grün, aber das ist jetzt nicht so gut. Direkt an der Mauer den Stein ab oder lässt du da irgendwie eine Reihe frei oder so? Ich baue bis zur Mauer ab, dass bis zur Mauer hin Wasser ist. So als kleiner Burggraben. Das auch. Weißt du, mir fällt gerade mal so auf, das Ding sieht aus wie eine Arena auch, ne? Ja. Man könnte das, man könnte das jetzt so umbauen zu einer PvP-Arena oder so. Könnte man auch machen, wenn du da... Ich muss mal gucken, falls ich hier noch, oder wenn ich noch auf den Server komme, hier aufnehmen und vielleicht auch mal zocken darf, dann würde ich das auf jeden Fall noch weiter bauen und mal gucken, was dann daraus noch wird, letztendlich. Ja. Also wie gesagt, Community entscheidet, was ist, darf hier offscreen weitergewerkelt werden oder nicht. Weil manche sind ja so, nee, nichts offscreen, wir wollen alles sehen. Okay. Da habt ihr den Salat mit Erde abbauen und sowas, ne? Ja, genau. Weil das finde ich jetzt nicht so spannend, dass man, also ich, wenn sie es gerne wollen, können sie sich gerne angucken, wie man bisschen Erde abbaut und so, aber...
das Ding ist, es ist für uns Let's Player auch extrem schwer, weil wir in dem Moment auch wirklich Gesprächsstoff brauchen. Genau. Da kann man nicht wirklich aufs Gameplay eingehen. Hier im Block, da im Block. Ja, da im Block. Das wäre das Gameplay-Gerede, sag ich mal. Ja. Kommt nicht so gut. So. Das sieht doch schon mal nach was aus. Moment, hier ist noch was verkehrt. Ach nee, warte. Das muss ja nur hochgezogen werden hier, ne? So. Doch, da ist die Kante da verkehrt? Ja. Oder? Es muss so und dann die drei Häufchen, vier Häufchen, fünf Häufchen weg. So. Gut. Mein optisches Auge wieder. Voll cool aus. Extrem cool. Wenn man sich das mal so von oben anguckt, die Eingänge sind parallel zueinander, dann so eine. Es sieht eigentlich nicht mehr aus wie ein Schloss. Ich mach das mal, ich schreibe das mal kurz um. So eine Arena. Ja, man kann es ja später noch umbauen, also zum Schloss. Was es eigentlich werden sollte. Ja. So, ich werde mir jetzt hier nochmal den Wassergraben machen und dann werde ich auch gleich mal den nächsten Gast auslosen, denn die Zeit ist langsam wieder vorbei. So. Schreib das hier mal ganz fett dran. Man könnte sogar jetzt noch, ich glaube, links und rechts noch ein Tor hinbauen. Könnte man in Zukunft noch machen für das Schloss, also dass man so wirklich vier Eingänge hat. Der eine führt zum Dorf, der andere zum Marktplatz, der andere zum Schloss und der andere ist halt der Eingang, ne? Ja, genau. Und in der Mitte hier der Park. Genau, dieser Schlosspark. Innenhof oder wie man es nennt. Würde ich sagen, suchen wir uns mal hier ein. Obwohl, das ist eigentlich recht cool, wenn man jetzt von hier oben so da runter guckt. Ganz schön groß. Auf das Gebaute. Und es ist relativ, ja, ich glaube, ich könnte es sogar von meinem Haus sehen, weil von hier aus sehe ich mein Haus. Nee, dein Haus gar nicht. Ich habe eine zu schlechte Sichtweite. Nochmal irgendwann hochstellen. Dann würde ich jetzt sagen, erstmal an dich, Greaser, vielen Dank, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Dein kleines Feedback für dieses Projekt und in so allgemein. Also, ich fand's hammergeil, die hier mal zu zocken, hier mal was aufzubauen. Sieht auch von oben mega geil aus und deswegen habe ich mich hier auch beworben. Ich wollte ja unbedingt mitmachen und ja, ist ein geiles Projekt. Ich finde, man sollte es weiterhin machen, immer mit der Community zu zocken. Ist geil und drei Folgen finde ich auch ganz gut, reichen auch und so, ja, ist ein sehr gutes Projekt, finde ich, muss ich sagen, ja. Das freut mich zu hören. Bisher sind die Feedbacks immer gut ausgefallen. gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum interessanten Teil für euch. Für euch, liebe Zuschauer, die jetzt nicht hier mit mir im Projekt sitzen. Und zwar sind da ja noch ein paar Zettelchen. Einige sind, wie ich schon erwähnt hatte, draußen. Da ja viele wahrscheinlich nicht von meiner Community sich beworben haben. So, dann wühle ich jetzt hier noch mal ein bisschen rum und der nächste Gast wird sein, ich habe hier einen Zettel in der Hand, der NiefLP, genau, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, das musst du mir wahrscheinlich in der Aufnahme dann mal erklären, der NEEBHLP, der wird mein nächster Gast sein, ich freue mich auf dich, hoffentlich meldest du dich bei mir. Nicht, dass ich wieder eine Woche Chaos hab, so wie das mit Daniel P. leider abgelaufen ist. Jetzt wird's auch langsam dunkel hier. Licht. Ich mach's schon. Ah, nein, nicht Dads. Was? So. Ja, amerikanische Tastatur, Y und Z ist vertauscht. So. Ja, dann würde ich sagen, meine letzten Worte sind vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar da. Und schaut auf jeden Fall mal bei dem Greaser vorbei. Mein erster Eindruck auf jeden Fall so vom Hören her. Ich habe ihn ja selber jetzt zum ersten Mal gehört. Abgesehen von seinen Videos, wo ich mal reingeluschert habe. Ist sehr positiv. Schaut auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung. Auf seinen Kanal.
auf seinen Kanal zu kommen. Und die letzten Worte hat mein Gast. Ja, schaut mal auch von mir aus bei einem lieben Stormy LP rein. Wie gesagt, er hat's verdient. Und dann würde ich sagen, geiles Projekt, wie immer noch. Und dann... ja. Vielen Dank an dich und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, oder? Würde ich sagen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Und ich freue mich auf meinen nächsten Gast. Und tschüss. Tschüss.